Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr merkt es schon, es kam letzte Woche kein Video, kein Minimalismus-Mittwoch-Video und auch kein Samstags-Video. Das lag einfach daran, dass ich mir persönlich mal einfach eine Woche Urlaub gönnen wollte von YouTube, also eine Woche eine Mini-Auszeit sozusagen, aber ja, jetzt bin ich wieder für euch da mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute um das Aufgebraucht-Video von März und April 2021. Denn ich habe im letzten Aufgebraucht-Video euch gefragt, ob ihr das Format denn überhaupt noch sehen möchtet, da ich öfter mal darauf angesprochen wurde, dass dieses Format nicht mehr ganz so zeitgemäß ist, gerade im Sinne von ja, umweltbewusst und Verbrauch und ja, wie ihr es auch immer nennen mögt. Genau, aber es haben mir trotzdem noch einige von euch geschrieben, dass ihr das Format gerne noch weiter sehen möchtet und dass ich das fortführen soll. Und ja, dementsprechend bin ich heute mit dem Aufgebraucht-Video für euch wieder hier. Genau, ich habe hier neben mir meine Kiste stehen, seht ihr nicht, aber ja, ich habe so coole Kisten und da habe ich jetzt auch eine Aufgebraucht-Kiste und eine Kiste für meine Wäsche, aber um meine Wäsche geht es heute nicht. Genau, ich greife einfach rein, zeige euch die Sachen, das sind ja nicht ganz so viele. Also verhältnismäßig für 2 Monate, finde ich, es geht einigermaßen. Aber es werden natürlich vielleicht den einen oder anderen wiedergeben, der sagt, das ist ein bisschen viel, was du verbrauchst. Aber ja, ist ja mein Video und dementsprechend, genau. Aber jetzt habe ich genug erzählt. Ich fange an mit dem Video. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Ja, ich würde sagen, ich greife einfach raus, zeige euch die Sachen und erzähle wieder ein bisschen was dazu. Einiges wiederholt sich immer mal wieder, werdet ihr merken. Und ja, genau, wir fangen an. Und zwar habe ich als erstes hier einmal Baby Love Feuchttücher. Die schauen so aus. Die sind, das sind die normalen aus dem DM. Die benutzen wir eigentlich immer, es sei denn, wir kommen gerade nicht zu DM. Dann kaufen wir auch andere, aber das sind definitiv meine Favoriten. Ich mag die total gerne. Und ihr habt die sicherlich in dem einen oder anderen Aufgebraucht-Video schon gesehen. Und da mein Neffe öfter mal zu Besuch kommt, der jetzt gut über ein Jahr alt ist, der braucht die natürlich auch für die Stinkewindeln zu wechseln. Und dementsprechend haben wir die in meiner Kiste. Dann haben wir ganz unspektakulär einmal Taschentücher. Die waren jetzt aus dem Lidl, aber Taschentücher kaufe ich eigentlich überall, bei DM, bei Edeka, das ist vollkommen egal. Ja, Taschentücher, finde ich, braucht man einfach für unterwegs, in der Handtasche, im Auto, jetzt wo die Zeit anfängt, wieder mit Heuschnupfen und so. Also ich bin da sowieso geplagt von Heuschnupfen. Dementsprechend Taschentücher. Dann habe ich einmal meine Zahnseide-Sticks von Dontodent aus dem DM. Die mag ich total gerne. Benutze ich regelmäßig 2-mal am Tag. Immer nach dem Zähneputzen. Ich finde, damit kriege ich auch die Zwischenräume von meinen Zähnen wieder sauber, denn ich habe sehr, ja, schiefe Zähne und da passen nicht so diese Zwischenzahnbürstchen rein oder wie die heißen. Dementsprechend benutze ich Zahnseide-Sticks und ich komme auch mit normaler Zahnseide nicht so gut klar. Dementsprechend lieber diese. Ja, die kaufe ich wieder nach, beziehungsweise habe sie wieder nachgekauft. Ich mag sie und kann sie auch empfehlen.
Dann haben wir Mundspülung. Und zwar, ich glaube, wir haben doch wieder 4 Stück. Aber ich zeige es euch einfach einzeln, wenn sie mir in die Hände fallen. Einmal von Dontodent, die antibakterielle Mundhygiene. Mundspülung aus dem DM. Die ist ohne Alkohol, steht auch drauf. Ich mag die eigentlich, ja, sie ist okay. Ich mag die aus dem Lidl noch lieber, weil sie halt einfach Alkohol enthält und ich das Gefühl habe, dass sie die Zähne und den Mund noch so ein bisschen mehr sauber macht, aber die ist auch okay. Dann haben wir einmal eine Seife und zwar von Balea, die Cremeseife Kokos und Lotusblüte. Die schaut so aus. Sie stand bei uns oben im Badezimmer. Wir haben ja unten auch noch ein Gästebad, aber da habe ich jetzt die Seife nicht aufgehoben. Ich mag die vom Geruch her sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, glaube ich, ist keine Limited Edition, steht zumindest nichts drauf. Ja, ich glaube, wir kaufen die auf jeden Fall wieder nach. Kostet mittlerweile, ich glaube, die haben die Preise erhöht bei DM. Letztes Mal, wie ich bei DM war, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das ist alles ein bisschen teurer geworden. 65 Cent, meine ich, weiß nicht, was die vorher gekostet hat. Aber die Duschgele sind auf jeden Fall vom Preis erhöht worden bei DM. Die haben nämlich vorher 50 Cent gekostet, kosten jetzt 65. Aber zurück zur Seife, ich fand sie wirklich gut und ich mag den Duft sehr gerne. Und die Verpackung finde ich einfach, ich bin ja so ein rosa Typ und so ein kleiner Verpackungsopfer. Und ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Wir kaufen übrigens auch diese Nachfüllpacks für die Seife, aber immer nur einmal und dann tauschen wir das ganze Seifenspender-Ding quasi aus. Dann nochmal die Feuchttücher von DM. Dann nochmal die Feuchttücher von DM. Also ja, wir benutzen wie gesagt sehr viele Feuchttücher. Ich benutze die Feuchttücher für meinen Neffen, wenn der da ist. Als feuchtes Toilettenpapier. Also ich schmeiße ihn nicht ins Klo, aber ihr wisst, wofür man feuchtes Toilettenpapier benutzen kann. Und ja, dementsprechend sind das dann 3 oder 4 Packungen meistens in 2 Monaten. Dann machen wir weiter und zwar mit einem Gigapack Always Dailies. Die schauen so aus. Ich hatte euch ja erzählt, glaube ich, ich weiß gar nicht wann, auf jeden Fall habe ich euch erzählt, dass ich eigentlich nicht so viele Slip-Einlagen mehr benutze. Die stehen allerdings bei uns im Badezimmer, denn wir benutzen sie alle, wenn man das so sagen kann. Und die sind jetzt leer. Das war wie gesagt so ein Gigapack, 64 Stück. Mag meine Mama sehr, sehr gerne und deswegen kaufen wir meistens auch die von Always. Dann habe ich einmal ein Shampoo und zwar von Cien, das Professional Shampoo, Oil Care Shampoo. Das ist aus dem Lidl. Das habe ich mal von meiner Mitbewohnerin geschenkt bekommen, also da war ich sogar noch in Ausbildung. So alt ist das schon. Und das riecht so gut, wirklich. Also da duften die Haare 3 Tage danach immer noch nach dem Shampoo. Ich mag das vom Duft her sehr, sehr gerne. Es ist sehr, ja, so parfümlastig halt einfach. Ob ich es nochmal nachkaufen werde, weiß ich nicht, denn mein Vorrat ist ja noch sehr, sehr voll, wie ihr wisst. Aber vom Duft her fand ich es sehr gut. Pflegewirkung, naja. Und ja. Dann haben wir einmal die Mundspülung aus dem Lidl und zwar die 8-in-1 Complete. Die ist die einzige bei Lidl ohne Alkohol. So schaut die aus. Die mag ich auch sehr, sehr gerne, aber die mit Alkohol finde ich noch besser bei Lidl. Und dann haben wir 2-mal die gleichen genaue Zähne und Zahnfleisch-Intensivschutz von Lidl. Und die waren jetzt mit Alkohol und das sind die, die ich wirklich am allerliebsten benutze. Also ich benutze auch die blauen von Lidl, aber das
Die grünen mag ich am allerliebsten. Genau, sind meine Favoriten. Habt ihr, glaube ich, auch in den letzten Aufgebraucht-Videos gemerkt, dass das meine Favoriten sind. Ach so, wenn das laut ist, dann liegt das daran, dass ich das auf die andere Seite quasi verfrachte, damit die Kiste hier leer wird. Dann einmal tatsächlich was, das habe ich seit Monaten nicht mehr benutzt und da ist auch gar kein Etikett mehr drauf, aber es war von Baby Love und zwar Pflegeöl. Ja, wie ihr wisst, schminke ich mich ja nicht mehr so oft und auch mit Mascara und so nicht mehr so regelmäßig. Dementsprechend ist es, glaube ich, schon 2 Jahre alt oder so. Das ist jetzt endlich leer und das kann jetzt weg. Nachkaufen würde ich es auf jeden Fall, denn ich bin eine absolute Fan von Pflegeöl zum Abschminken für wasserfestes Make-up. Finde ich besser wie diese wasserfesten Make-up-Entferner von Balea oder von wo es die überall gibt. Genau, aber da ich mich ja wie gesagt nicht mehr so regelmäßig schminke, hält halt so eine Verpackung nicht nur 2, 3, 4, 5 Monate, sondern gefühlt eine halbe Ewigkeit. Dann habe ich einmal die Ultrabinden von Yessa Active Shape Night. Die fand ich wirklich auch gut. Ich liebe ja die Eigenmarke von DM, also von Yessa. Die Produkte mag ich sehr, sehr gerne. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich noch einmal Zahnseide-Sticks aus dem Lidl. Und zwar ist diese von Packung kennt ihr auch alle schon, habe ich euch öfter mal in die Videos gehalten. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ich mag die auch einen Ticken lieber wie die von DM, denn ich mag das einfach, dass man hier so eine Box hat und dass das halt einfach von alleine stehen bleibt und dass man das so zuklicken kann. Das ist mir irgendwie lieber wie diese Tüten. Genau. Ich würde sie definitiv auch wieder nachkaufen. Und da sind halt wirklich 64 Stück drin. Das heißt, das hält auch wirklich, wirklich lange. Also über einen Monat. Und für, ich glaube, 1,30 oder so. Dementsprechend meine Favoriten. Dann haben wir eine Zahnpasta und auch wieder nur eine diesen Monat oder dieses Video. Ja, von 2 Monaten das Video. Von Dawn to Dawn, die Sensitive. Seht ihr das überhaupt richtig? Ich hoffe, dass ihr es richtig rum seht. Ich sehe es gerade nicht. Die fand ich okay, aber vom Geschmack her war die irgendwie nicht so meins. Also ich würde die nicht mehr nachkaufen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich sensitiv jetzt war für die Zähne. Wollte ich ja mal ausprobieren, ob meine Zähne dadurch nicht mehr so empfindlich sind. Aber der Geschmack war einfach, nee, das war einfach nicht meins. Genau, deswegen würde ich es nicht mehr nachkaufen. Das war dann leider ein Flop. Dann haben wir einmal von AUG meine Gesichtscreme und zwar die Glanzlos Schön. Die benutze ich ja auch seit ein paar Monaten. Schaut so aus. Ich hoffe, dass es erkennen könnt. Genau so sieht die aus. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ich mag auch den Glastiegel und auch der Geruch ist wirklich toll. Für 2 Euro eine super Creme, hat mir super geholfen. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Kaufe sie regelmäßig, habe sie auch noch auf Vorrat und ich glaube, ich werde so gut wie niemals mehr zu einer anderen Creme wechseln. Hoffe ich, dass wir auch ewig bei der Creme bleiben können, denn ich vertrage sie wirklich gut. Genau. Oh, mein Akku blinkt. Wir wechseln mal schnell. Beziehungsweise vielleicht zeige ich euch einfach ganz schnell die anderen Sachen noch. Denn wir haben tatsächlich nur noch 2 Sachen. Und zwar einmal von Bübchen die Cremedusche. Schaut so aus. Die war vom Geruch her auch super gut. Ich mache wie gesagt ein bisschen schneller. Ja, sehr, sehr gut. Und das ist jetzt so eine Mama-Cremedusche gewesen. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Hat mir von der Verpackung her super gut gefallen. Und als letztes hoffe ich, dass es noch drauf geht. Und zwar mein Deo. Mein Balea Calm Kokos Deo.
Das mag ich vom Duft her sehr, sehr gerne. Gerade im Winter, wenn man nicht so schwitzt, ist das ein super, super Deo. Und habe ich auf jeden Fall wieder nachgekauft. So, das war mein Video. Ich hoffe, wie gesagt, es war am Ende nicht zu schnell. Und ich hoffe, das Ende ist überhaupt noch drauf. Denn mein Akku blinkt ja schon ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Sonst auch immer gerne ein Abo, falls ihr mich noch nicht kennt. Und ich mache jetzt ganz, ganz schnell Schluss, denn ja, mein Akku. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns immer im nächsten Video. Tschüss!